Nach einem sehr experimentierfreudigen Rückspulpart beim letzten Mal heiße ich euch willkommen zu einem, ich denke mal, normalen Part hier in Life is Strange. Okay, Strand verlassen. Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. Okay, gucken wir uns mal. I better focus on this board and start tying these clues together. Ja, das hatte ich auch vorgehabt. Hey Max, wollte nur mal nachfragen, wie die Suche läuft. Danke, Frank, wir arbeiten uns voran. Ich hoffe sehr, halt mich auf den Laufenden. Komm später vorbei, wenn du feiern willst. Viel Glück. Ich will doch nicht feiern. Aber es ist schön, wie die Leute immer meine Telefonnummer haben, ne? Sammle Informationen zu einem Charakter, indem du alle richtigen Hinweise auswählst. Für jeden Abschnitt muss eine bestimmte Anzahl an Hinweisen ausgewählt werden. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Brief, Papier. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Chihuahua Katie, Bobtail Miss Frencher, Shiba Nacho, Husky Joseph, Greyhound Mick, Dachshund Stella, Golden Simon, Labrador Logan, German Shep, Rot, Nathan. Warum hat er so eine Liste? Komische Liste. Das war ja. There's no doubt she loved him in some way. Also hier brauchen wir zwei Hinweise. So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Also ich denke schon mal, dass da war Rachel auf jeden Fall sauer gewesen wegen irgendwas, was er gemacht hat. Oh, was ist das für ein Papier? Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Right? David Madsen und Nathan Prescott sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurier in Madison Polizeijargon für einen lokalen Dealer arbeitet. In Anbetracht des vorbildlichen Status Rachel sagte ich David, dass ich konkrete Beweise benötige und er versprach habe, welche vorzuzeigen. Aha. Das war das Kontobuch, ne? Frank's account book. But the client names are encrypted. Ja, dann nimm doch das da. Willst du? Oh, ich habe keine Ahnung. Obwohl, vielleicht einfach das da auswählen. Und das da. Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Max, I know Tell I us can snap everything. all these pieces together. Roger that. I'm gonna study the board and try to connect all these dots. Ja, deswegen, weil wir haben ja das Kontobuch gehabt. Das andere sind ja alle schöne Informationen und so, aber das Kontobuch ist ja das Wichtige. Sollten wir uns dem weiter widmen oder lieber Davids hinweisen? Und ja, wir machen erstmal das Kontobuch, okay? So, oh Let's Gott. see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Da muss ich erstmal nochmal angucken. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Okay, Mama. Wer ist denn eigentlich alles drinne gewesen im Dings? Auf jeden Fall Rod. Also Nathan halt, ne? Ich weiß nicht bei den anderen. Also auf jeden Fall Rottweiler gucken. Mal Frank gucken. sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Also Bulldog ist auf jeden Fall Chloe. Da ist auf jeden Fall Rod. Labrador. Bobtail, Yorkshire, Bobtail. Mal gucken. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Also hier ist auf jeden Fall kein Bobtail drinne. If Frank applied this kind of detail to his life,
Who am I to talk? Rottweiler meine ich. Nope. ADHD, uiuiuiui. Also bis jetzt nur auf den ersten Papier, das ich mir angeguckt habe. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Guck mal, Speed und Kokain. Und dann nochmal irgendwas mit GHB. Vor allem, das hat schon allein $900 gekostet. Also wir wählen auf jeden Fall das da aus. Und ich denke mir auf jeden Fall das da auch. I'm getting a contact high just reading this. Hier ist kein Rot drauf. I wonder what dog name Frank would have given me. Da, Kokain. Two sheets, Giro Acid. Und dann nochmal. Uiuiuiuiui. Und das da auswählen. Oh, yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Okay. Da schon mal nichts weiter. Gut, dann können wir Davids hinweisen und uns widmen. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Okay, das, was er gemacht hat. At least David was finally going after the right suspect. Ja, das ist aber nicht das, was hilft. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Ich war überrascht, einen unangekündigten Besuch von Rachel Amber zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptet, David Madsen folge ihr und fotografiere sie. David stritt dies ab und aufgrund der fragwürdigen Gesellschaft, in der Rachel sich neuerdings aufhielt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben sollte. Ja, das ist ja nur ein Bild von Max eigentlich. Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. You need to get rid of these damn cameras, David. Das bringt mir auch eigentlich nichts, ne? Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Also müssen wir das da auswählen, denke ich mal. Denke ich, ich weiß es nicht genau. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? David should have done way more than take photos of Kate. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. Man hörte Kate in deiner Besorgung auf dem Vortex-Club reden, Drogen, Kirchengruppe beobachtet, braucht länger im Bad als alle anderen. Und was sind das nochmal? I hope in this case that David has good tracking skills. Dann würde ich das noch auswählen. Und was noch? Irgendwas fehlt mir noch, ne? Also das da. Und was noch? And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. Das ist hoffentlich richtig. Bis jetzt. Sonst würde sie... Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Sonst würde sie den ja nicht aufhängen, oder? So, gucken wir es erstmal an. Nein, nicht auswählen. Ich wollte angucken. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Okay, rot und da sind komische Aufkleber drauf. Dann ist es das schon mal nicht. That's definitely Chloe's car. Ja. Interesting. Is this Nathan's car? Nee, das hat hier keine kaputten Dinger. Das ist nämlich eher Nathans Auto. Who does this car belong to? Nathan. Was ist das für eins? There's Nathan dealing to the kids right out in the open. So, auf jeden Fall das da auswählen. Yep, another car David was tracking. DWN Pickup, warte mal, was war das für ein Dings, für ein Kennzeichen? SXFT. Nein. Who else was David tracking here? Why the hell are you following these people? Das ist es. To where? Das auf jeden Fall. Und dann würde ich einfach nur sagen, das dann noch. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Chloe,
Let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Okay, das sind jetzt einzelne Orte, wo er war. Und wann und wie oft und keine Ahnung was. Okay, dann haben wir jetzt noch die Hinweise. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? So, erstmal ansehen. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Also auf jeden Fall brauchen wir das Handy zum Auswählen. Und jetzt brauchen wir nur noch Hinweise zum Code. Gut. Das ist doch dann ein Klacks, ne? SIM-Karte? Couldn't hurt to give this PIN code a whack. Vielleicht ist ja auch das, was ich brauche. Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Disziplinarische Warnung. Sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrte Mrs. Prescott. Mit Bedauern informieren wir Sie darüber, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnung und Nachsicht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mrs. Hoydes Unterricht zur Einführung in die Literatur am Dienstag, dem 17. September, wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt, ohne einen Eintrag in seine Akten. Nathan verfügt über enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster, die eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackwoods Kapazitäten hinausgeht. Die Schule kann diese Störung nicht tolerieren, also hoffen wir, dass Sie diese Angelegenheit mit Nathan diskutieren und ihm die Schwere der Situation bewusst machen können. Einen vollständigen Bericht finden Sie in den angehängten Dokumenten. Oder Sie geben uns genügend Geld. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie Rachel. Wählen wir das mal aus. If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. There's a lot of numbers in here. Ja, deswegen nehmen wir die wahrscheinlich auch einfach mal. Okay, Max, let's blow this code up and go home. So, mal gucken. Let's start hacking. Mal werfen mit die SIM-Karte. Oh Gott, muss ich mir das alles selber aufschreiben? Ich hätte, bräuchte Licht hier. 1111. Das ist bestimmt nicht, ne? 8787 808. WhatsApp. Sobald ich auf Entsperren gehe. Ne, okay. Habe ich doch keine Information. 1111. Übernehmen. Ups. Bad Code. Okay. Ja gut, dann kann es der Puck ja auch nicht sein, ne? Warte mal. Was haben wir hier? 0058 hätten wir. 9535. Das ist das Eingekreiste. Das ist keine 5. Das ist eher so eine 4, ne? 4436. 5431. 9988. 542. Da muss wahrscheinlich irgendwo eine 0 hin. So, gucken wir mal. 00 58. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. 9 5 3 5. You locked it, dumbass. Hab's jetzt. Oh, Enter Puck. So kann man es natürlich auch machen, ne? 8 7 8 9 7 8 8. Wetten, es gibt bei den
Abschlussergebnissen die Möglichkeit, einerseits den Pin benutzt zu haben oder das gesperrt zu haben und dann den Puck zu benutzen zu müssen, wo ich mir den vorher aufgeschrieben habe. Booyah! Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Okay. Was geht? Brauch G. Okay, cool. Alter, du hast mir Wasser verkauft, Arschloch. Beruhig dich, bring's mir auf den Weg. Bleib weg, Bullen am Strand. Es ist auf jeden Fall mit Dings. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club Party. Bist du da? Fette Fete heute Nacht zu Hause unterwegs, stopft die Pfeife. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Brauchst dringend, ich mache keine Hausbesuche. Du hast ein Auto, keine Zeit, ich zahle das Doppelte. Allerdings, wir, du hast es nicht bar. Keine Spielereienadresse, ich rufe dich für eine Wegbeschreibung an. Auf dem Weg. Halt das Geld bereit. Drug dealer drama. Alter, bist du wach? Was willst du? Kokain, Skido, Acid. Du zahlst den Nachtaufschlag. Lass mich nicht warten. Sorry. Wegen vorhin. Brauche mehr. Bist du da? Ja, komm nicht und fick dich. Ja, komm nicht und fick dich, ja. God, Nathan. You're out of control. Genauso. Yo, brauch Gras etc. Sofort. Beruhig dich, flippst du aus. Bald, sei cool, bitte. Strand, benimm dich diesmal. So it was you. Now I can officially call you a psycho stalker. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Ja, natürlich war er das. No, Nathan. It's time for you to watch out. Asshole. Ey, Nutte, Emanzen gehören ausgelöscht. Is this from Nathan's father? That's brutal. Bitte ruf mich nicht auf der Arbeit an. Ich habe dir das schon mal gesagt. Und bekifft sein ist keine Entschuldigung mehr. Ich habe keine Zeit für deine Dummheiten. Du willst, dass ich dich wie einen selbstständigen Erwachsenen behandle? Beeindrucke mich. Nichts wäre mir lieber, als stolz auf dich sein zu können. Arbeite daran. Nett. Aber dass der Vater nett ist, das wussten wir auch schon vorher. Oh, Nathan. Waschlappen können nicht kämpfen. Ja und? Wie kann er mir schreiben, wenn ich sein Handy habe? Ah, nee, ist ein anderes Handy, eine unter anderer Nummer. So, ach so, untersuchen. Dick fett im Kreis, ich hab's nicht beachtet. Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Okay. Ansehen. So, this infamous party was the 4th. Okay, am 4. um 8 Uhr. Okay, das haben wir schon mal. So. Ansehen. Das ist der... Am 4. Oktober war das, ne? 9. Dings? Nee. Nein. Guck mal, das ist der 10.4. auf jeden Fall. Das wählen wir mal gerade aus. Das kann ich ja nicht auswählen, ne? Nee. Ach, die anderen kann ich gar nicht mal angucken. Ansehen. Der 10.4. 10.4. 10.7. meine ich. Da ist auf jeden Fall der 10.4. Und dann nicht. Was ist mit dem da unten drunter? Uhr PM und 5 Uhr. Okay, ja, dann müsste das da eher sein. Bei dem habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Und wie viel Uhr das ist? 5.40 Uhr. Das ist auf jeden Fall nicht der 4. Das ist auch nicht der 4. Das ist noch der 4. 11 Uhr PM. Nehmen wir das da einfach mal. So, und jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, wo war am 4.10. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? Das ist auf jeden Fall der 3.10. That beach is like Frank's main office. Der 7.10. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Das ist auf jeden Fall der 10.5. um 8 und 9 an die PM. Nee, das bringt's nicht. Somebody is stocking up on gas. Why?
der 10.4. auf jeden Fall. Mit 9.54 Uhr. Ah, ich bin voll gegen das Headset gekommen. Es tut mir leid. Das wäre eine Möglichkeit. Das behalten wir uns mal im Rückblick. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Das passt auf jeden Fall gar nicht. Oh, that has to be the Prescott estate. Ich wollte gerade sagen. Poor rich Nathan. Also 6.23 Uhr ist einfach zu früh. Also 18.23 Uhr. Die anderen sind früh morgens. Also es wäre noch eine Möglichkeit wegen früh morgens, aber ich glaube eher an dem Abend. Not much out there. Muss das sein? Das wäre auch noch eine Möglichkeit. 10.56 Uhr. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So, he could be hiding clues there too. Es ist 5 und 7 Uhr abends. Nope. Ich glaube ja eher, es ist das da. Und ob es auch das ist, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, dann tschüss, eure Time.